Not a new around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge. Heute ist Feiertag und ich freue mich so extrem, dass der Feiertag ist. Auch wenn bei mir nicht wirklich Feiertag ist. So, wir gucken mal kurz. Wo stehen denn die Leute? Ich habe ja 5 geschätzt. 6, nee, 6 stehen sie nicht. Also das letzte hätte ich gedacht. Die stehen noch 4. So. Hier sind viele Leute. Dann werden wir erstmal die Parkbremse. Dann werden wir erstmal Dings nach vorne. So. Hi. Jetzt, gut. Oh, hier ist so heiß draußen. Oh, es gibt Kohle, es gibt Kohle. Leute, ich freue mich, es gibt Kohle. Ich hab ihn, meine Fackel. Oh, ja. Ah, ja. Hab ich ihn? Wo hab ich doch? Augen. Ah, schon den ersten Mal erwischt. Sehr nice. Ich sehe hinten Scheiben. Das sind Scheiben. Als ich sitze. Vor allem Feiertag und ich fahre mit dem kleinen Bus. Achso. Hast du Lust ins Kino zu gehen? In welchem Film? Achso, packen wir uns auch noch. Neuen Superheldenfilm gedacht, der jetzt angelaufen ist. Ja klar. So, weg von Dings. Haupt... 6 Minuten zum fucking Hauptbahnhof. Rein. Dann gucken wir mal, wo der körperlich behinderte ausstellen möchte. Das heißt, das ist im Grün. Oh, noch besser. Noch besser geht's aber nicht mehr. Was will ich eigentlich sagen? Weiß ich nicht. Wir dürfen ja keine Unfälle bauen. Letzte Folge, die... Ach du Scheiße. Wir müssen sowieso gucken. Also wir waren jetzt bei 300.000. 90.000 letzte Folge eingenommen. Und ich habe mir keinen neuen Bus geholt, ich habe wieder eine nächste Fahrt rausgenommen. Und ja, wir müssen das alles neu irgendwie machen. Alles natürlich vom Zop aus, vom zentralen Omnibus Platz oder ja, Busbahnhof. Warum überhaupt Omni? Warum heißt es eigentlich Omnibus? Ah, dafür gibt es natürlich wieder Google. Und Google fragen wir natürlich die Folge nach. Okay, Google. Was bedeutet Omnibus? Was fragt nach etwas, dessen Nennung oder Bezeichnung erwartet oder... Okay, Google. Was bedeutet Omnibus? Omnibus, großer Kraftwagen mit vielen Sitzen zur Beförderung einer großen Zahl von Fahrgästen. Wo wollen Sie die denn noch sehen? Also, aber warum heißt das... Warum heißt das richtig Omnibus? Okay, Google. Warum heißt der Omnibus Omnibus? Gut. Dann hinterfragen wir es nicht weiter. So, wir fahren durch die Stadt, anstatt den Hauptstraße zu nehmen. Die ich eigentlich gehofft habe zu nehmen. Ah, da habe ich anscheinend nicht. Ja, fuck. Scheiße. Ich habe mich noch gefreut, gefragt, warum das so lange dauert, die Fahrt.
Jetzt darf ich einmal rumfahren. Nur weil ich bescheuert im Kopf bin. Ja gut, ich bin auch gerade ein bisschen blem. Ab Dusch wie Sau, mein Kopf blüht langsam. Ich glaube auch das letzte, was ich heute aufnehme hier. Obwohl ich natürlich Minecraft, ich weiß nicht. So, aber ach, guck mal, mach mir ja keine Sorgen, selbst wenn wir immer rot bekommen, denke ich mal. Gut, jetzt war der Blinker nicht gesetzt. So, wie lange nicht mehr. So, dann gucken wir mal, wie viele Leute hier einsteigen. Jo, guck mal. Steigen hoffen Leute aus. Tschüss. Guck mal, wer hier alles einsteigt. Tschüss. Also der Bus ist eigentlich leer, oder? Der Bus ist einfach leer. Ich stehe gerade in der Fahrertür drin. Guten Tag, meine Damen und Herren, wie die Fahrscheine, bitte. Ah. Oh, ach Mensch, ich tue mir aber leid. Macht. Und ab kann es gehen. 8 Minuten Fahrt. Gut. Hä, warum stehen die dann? Hä? Nein. Brauchen wir nicht kapieren. Brauchen wir nicht kapieren. So. Nebenbei kommt Modellbauer jetzt. Die gucke ich gerne, die Modellbauer. Auf dem Max. Aber ich finde auch keine Folgen zu runterladen oder sowas. Das ist irgendwie schade. Guck sie gerne. So. Ich weiß auch nie, ob die Musik laut ist. Oh, die Texturen sind kaputt. Wo ist das meine Tür? Wie ist das meine Tür? Ja. Das sind die Texturen. Wir haben durchsichtige Bäume, Pixelbäume. Ey, bleib ruhig, ich hab grün. Wir haben Pixelbäume. So. Auf dem Feiertag habe ich wenige in meinem Bus drin. In die Stadt rein. Also, es ist ja eigentlich dort die Vorstadt. Ja, Business. Das ist das Business-Foto, wurde mir vorher gerade gezeigt oder gesagt. Ich muss sagen, jetzt danach ist ja die Mission, ist mit das Nervigste, nochmal alles zu fahren im Rundenmodus. Hätte ich das nie zuerst machen können? Also alles Rundenmodus fahren. Da wäre die Mission gleich abgeschlossen. Hätte ich machen müssen. Das mache ich dann nie erst auf, dann ist es... Das dauert viel zu lange. Alles als Rundenmodus zu fahren. Och. So. Und ab geht's. Das ist jetzt schon eine Weile Strecke, muss man sagen. Minecraft, ich weiß nicht, ob ich jetzt nur noch eine Minecraft aufnehme.
Ich habe 2 Folgen Alice, 2 Folgen Bus? Ne, 2 oder 3 Folgen? 3 Folgen sogar. Ja, in World of Tanks, irgendwie stand da was da. Vielleicht gibt es da wieder eine neue Klasse, die man ausprobieren kann. Ich weiß es nie. Also die richtige Lust. Wir haben es ja schon um 4 bei mir gleich. Halb 4, gleich um. Man könnte natürlich auch wieder Yu-Gi-Oh! Mit Enderman zocken. Aber es kann auch die Lust nicht da. Aber ich habe schon in irgendeinem Part habe ich angesprochen gehabt, im Moment ist mir die Lust wieder auf Singleplayer. Auf alleine zocken. Deswegen vielleicht auch Minecraft, wer weiß. Wer weiß, wer weiß, wer weiß, was in Minecraft abgeht. Und ich bin froh, dass es mir besser geht. Also, meine Freundin hatte ich eine Lebenslust, die hätte ich, hätte man am Kragen, am Geigen aufhängen können. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Oh, welchen Müll? Bist du blind? Ey, ich bin blind oder was? Sei überhaupt nichts. Puh, stehen wir natürlich hier. Kalt ist es geworden. Also es ist schon frisch geworden. Ich sitze hier das erste Mal in diesem Jahr mit langärmlig. Und ich weiß nicht, was am Anfang des Jahres war, aber ich sitze seitdem ich mich erinnere, sitze ich jetzt langärmlich hier. Ist immer noch frisch. Ja, ich habe gedacht, hier steigen viele Leute ein. Was ist das, weil ich einen Klingelbus habe? Gucken wir mal. 3-3. Der Rest ist neu. Ich glaube, das können wir merken. Das ist gut. Also die drei sind alt und dann geht's hier los. Sie haben meine Karte hier. Meine Damen und Herren, bitte alle die Fahrkarten zeigen. Die Fahrkarten zeigen. Sie setzen sich mal bitte hin. Habe ich jetzt die Tür gesperrt? Nee. Hier, wir haben sogar 3 Türen. Wo zeigt mir das keiner? Wir haben sogar 3 Türen. Ja, eigentlich ist die dritte Tür sinnlos. So, ist das jetzt der letzte Halt oder der vorletzte Maus? Dann geht's ja noch mal irgendwie kurz rum, oder? Wie war denn das gleich? Gerade stellt die Strecke und schon wieder vergessen. Na, so muss es. Wenn noch Muggel stehen. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Nein, Pech. Ich hab im Auto liegt nichts. Oh mein Gott, Leute, ich hab wieder so gute Laune. Zurück zu den wichtigen Sachen. Frauen. Sind sie scheiße. Sind sie scheiße oder sonst was? Nein, keine Diskriminierung. Frauen sind toll. Ohne Frauen würden Männer nicht überleben. Aber Frauen ohne Männer. Das ist das Schreckliche. Das so würde ich das schätzen. Komm, wir machen jetzt auch Spaß noch die dritte Tür auf. Hier finden die Plätze. Ja, komm, gehen Sie durch. Hier. Na klar, hier, so. Bitte. Haben meine Frage. Sie haben meine Pfiff. Die Aufwand. Augen. Sie haben meine Augen. Ja, genau. So, und die noch, genau. Und der Rest ist noch. Genau, gut. Ich weiß gar nicht, habe ich die Runde schon Anfang gebaut?
Der Piper. Ich wollte gerade sagen, der Piper ist immer noch drin. So, und dann gibt's... Ne, wir sind gerade erst reingekommen, oder? Wir sind gerade erst reingekommen. Genau. Also, man kommt so durcheinander. Wenn die Fahrt davor so lange dauert, dann redet man eben über Ewigkeiten. Und dann... Pff, ja, das ist... Ist, das hört sich vielleicht scheiße an, aber was soll ich denn dazu sagen? Den Umbau muss ich mal überlegen. Bei einer Stadt müsste einer rumfahren und einer, der die Haupthaltestellen vielleicht noch abfährt. Ich weiß nicht. Wir haben ja Zeit, oder? Augen. Blick da, hier, hab ich Ihnen schon. Sie haben meine Fax, klar, na klar, Sie haben meine Fax, hab ich Ihnen schon gezeigt. Schon wieder, die gleiche Frau auf dem gleichen Platz. Ich wollte jetzt nicht kontrollieren, zum Glück habe ich kontrolliert. Genau, guck mal, wir fahren jetzt noch immer. Nächste Halt, dann machen wir eine Abkürz und dann kommt noch einer. Wollen wir wegschieben? Gefühl steigen wieder alle aus. Oh, gerade mal eine Person bleibt noch sitzen. Der Rest ist neu. Das können wir durchkriegen. Ordentlich zu kontrollieren. Überleg mal, was wir jetzt für Arbeit hätten. Das ist mir noch bestimmt so viel Zeit. Wegen Automaten. Aber das Spiel erkennt ja nicht, wann der Automat aus ist und wann der Automat an ist. Na klar. Augenblick? Na klar. Tu mir bitte. Ah, hat schon wieder Sie die denn noch sehen? Hier. Warum stehst du denn da Oma drin? Na klar. Ich hab Ihnen meine Frage. Genau. Du warst was? Noch da gewesen. Also wir haben jetzt drei oder vier Personen, die schon nicht gezahlt haben. Ich muss mir Gedanken machen. Auf die Musik kann ich mich nicht mal. Auf die genau. An die Musik kann ich mich nicht erinnern. Hier, es ist ja genau die gleiche, es ist noch okay. So, gucken wir mal. Ach Leute, auch so viel Verkehr. Und das am Feiertag. Oh, der Michael. Forschungszentrum Grab. Was ist das Forschungszentrum? Speicher. Ich habe am Anfang habe ich immer Speicher gelesen. Aber jetzt kommt eine Person durch. Ich will. Genau, danke. Aber ich weiß, ob ich sonst noch länger warten müsste. So. Genau, passen durch. Wäre es nicht eigentlich klüger gewesen, ich wäre geradeaus durchgefahren. Ich bezahle schon keine Spritkosten. Also. Jetzt bin ich gebraucht, wenn ich gerne losgefahren bin. Oh, ich habe noch eine Baustelle. Ist das ein Feiertag aufgekriegt? Obwohl, wir waren seit langem nicht mehr in der Stadt. Wer weiß, wie lange die Baustelle schon ist. Das ist die Halloween-Musik, finde ich. Halloween-Dubster. Was ist denn das eigentlich? Was ist denn der Unterschied zwischen Dubster, Techno, sonst irgendwie?
Man kann natürlich Google jetzt alles aufzählen lassen und gucken, ob sie was finden. Oh, das ist die letzte Haltestelle. Da mache ich mich jetzt nicht mehr verrückt, Leute. Ich würde mal sagen, das war's, wie gesagt, mit diesem Paar. Na gut, wir warten noch kurz. Wir wollen ja natürlich gucken, was hat denn der Feiertag für uns gebracht. Wir haben 90.000 so eingenommen. 90.000, wir hatten 300.000 insgesamt gehabt. 90.000, wie gesagt, letzte Fahrt. Das sind die zwei Zahlen, die man sich merken musste. Und dann werden wir mal sehen. Alle aussteigen. Nächster Halt, Endstation. Bitte alle aussteigen. Was sie eigentlich hier machen, weiß ich nicht. Steigen sie auch hinten aus, sehr gut. Und wir drücken auf Ende. Und ein Bordstein. Kilo freigeschalten. Also habe ich 1000 Leute mitgenommen. 10 auf der Strecke. 102, 10 plus, also 10 plus haben wir. Ja, ungefähr 10.000 plus von der letzten Fahrt. Ein bisschen mehr als die davor. Hier waren halt große Einschnitte, wir haben ja sehr wenig eingenommen. Wichtig ist aber, wir hatten Hafenverwaltung, der hat noch kein Geld eingenommen. Der hat kein Geld eingenommen, warum das? Wir haben Fahrer, wir haben das. Edit Route. So. Und er fährt in den Hafen. Nicht mehr als 7 Haltestellen. 4 in der Dings. 1, 2, 3, 4. Ha. Gut, okay. Leute, würde ich sagen, das war's. Wir gucken nächstes Mal nochmal. Vielleicht haben wir es dann geschafft. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch wenn ich einen Daumen und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Menzi. Ciao, ciao.